Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Blitz-7-Box aus dem Monat März. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die kostet 16,90 Euro pro Box und pro Monat und außer im Sommer erscheint die auch tatsächlich einmal im Monat. Wir erwarten 5 Beauty-Produkte hier drin, wovon wir eigentlich immer so 1 bis 2 dekorative Kosmetik-Schätzeleins erwarten dürfen. Dieses Mal hatten wir eins zur Wahl und ich habe mich für einen Eyeliner entschieden und nicht für den Blush. Und ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt, das heißt diese hier und auch eine weitere. Das heißt, ich kann eine Blitz 7 Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ihr könnt mit Blitz 7 Claudine 5 Euro auf eure erste Box sparen und ihr bekommt auch noch ein Produkt für Umme mit dazu, und zwar von Mudmaski. Ist das eine Vitamin A Maske, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, schaut gerne dazu, wie gesagt, in der Infobox vorbei, da ist alles drin verlinkt. Jetzt schauen wir mal uns diese Box an. Die sind jetzt auch formattechnisch immer hier bei dieser Größe gelandet, also das ist halt immer sehr einheitlich. Die kann man auch schön verwenden für Kleinaufbewahrung. Und hier haben wir in so, ja, ich weiß nicht, Pastell, so Drucktechnik, ne, so Blüten drauf. Und der Frühling kann kommen, würde ich mal so sagen. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt diesen Monat hier drin finden dürfen. Ich sammle ja fleißig für mein Fullface Beauty Boxen, ne, und mir müsste noch ein Highlighter fehlen und ein Concealer. Mal gucken, was hier zu finden ist. Wir haben als Motto Beauty Expert. Bring deine Beauty-Routine auf das nächste Level. Deine Auswahl des Monats, die sorgfältig von unserem Expertenteam zusammengestellt wurde, wird deine Fähigkeiten garantiert verbessern. Die neuen Wirkstoffe und die neuen Techniken des Moments werden kein Geheimnis mehr für dich sein. Bin ich gespannt, ne? Da kannst du hier scannen. Oh, das ist ja cool. Das Lexikon der kosmetischen Wirkstoffe: Hyaluronsäure, Salicylsäure, Ginkgo Biloba, Retinol, Niacinamid und Vitamin C sind hier nochmal erklärt. Das finde ich cool. Ich habe euch auch schon mal ein Video gedreht, hier im E verlinkt, ne, über Wirkstoffe, wie man was miteinander kombinieren sollte und was besser nicht und was die Wirkstoffe so überhaupt machen. Finde ich sehr spannend, dass sie das jetzt hier auch in der Box mit aufgenommen haben. Und dann sind hier auch noch eine Gebrauchsanweisung für glückliches Haar. 8 Tipps für schöneres Haar als hier zuvor. Bin ich sehr gespannt. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Doch, doch, mehr Glanz, mehr Gloria in meinem Haar wäre definitiv eine feine Kiste, ne? So, ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, was hier in der Box drin ist. Wir haben hier selten Füllmaterial, es sei denn, wir haben hier wirklich irgendwelche Paletten oder sowas drin, die halt nochmal extra geschützt werden müssen. Die Produkte hier drin sind, wie man sieht, teilweise in Originalgröße, manchmal aber auch eher so in Deluxe Travel Sizes, weil die Box halt relativ klein ist, ne? Aber wir schauen mal. Ich habe hier als erstes das Produkt, was ich mir auch ausgesucht habe, von Ayeko. Ich mag gerne Ayeko als Marke. Ich habe heute auch ein Augenbrauen-Gel drauf. Ich habe ein Full Face Look Fantastic Produkte geschminkt, genau. Und das ist der Eye Do Liquid Eyeliner. Den müsste ich auch noch da haben. Und den mag ich. Also wir haben jetzt hier nicht meinen liebsten Eyeliner, weil der ist auch von Ayeko eigentlich, ne? Der hätte nämlich so eine Pinselspitze. Der hat hier eine Filzstiftspitze. Aber die Ayeko-Liner malen auch richtig gut, lange, zuverlässig, ne? Kann ich wirklich empfehlen, deswegen hatte ich mir den ausgesucht und nicht diesen Blush, den ich euch hier mal einblende. Das wäre nämlich das Alternativprodukt gewesen von Elikia Beauty, ist der. Genau, ja, okay, ein Eyeliner, finde ich aber schön, mag ich. Hat man jetzt auch nicht so super häufig, finde ich persönlich, in Beautyboxen drin. Das ist einfach ein Stift, das ist eine Originalgröße und allein hiermit hat man definitiv schon mal den Boxenpreis raus. Das finde ich ziemlich cool, denn Ayeko ist sehr, sehr hochpreisig. Ich glaube, das Augenbrauen-Gel, was ich heute drauf habe, hat irgendwie 23 Euro als Verkaufspreis, richtig krass. Naja, aber haben wir hier auf jeden Fall mit drin, wenn man sich das ausgesucht hat. Das haben wir mittlerweile fast jedes Mal, ne? Dass du ein Auswahlprodukt mit dabei hast, finde ich klasse. Dann habe ich hier was drin von eine Haarmaske von Madame la Présidente. Ja, es ist eine französische Boxenfirma. Dementsprechend haben wir hier auch öfters mal französische Marken drin. Resolution Numero 6, also Nummer 6, ein 97,9% natürliche Inhaltsstoffe. Welcome to the Hair Game. Ja, das steht hier alles auf Französisch drauf. Eine Haarmaske, die du bei normalem Haar 2 bis 5 Minuten drin lassen kannst.
Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Teilweise auch 10 bis 15 oder 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie man das so braucht. Finde ich interessant. Also wird wahrscheinlich dann die Haare glätten. 30 Milliliter haben wir hier drin. Ich gucke mal, ob ich hier dran riechen kann. War das noch verschlossen? Nee, riechst auch nichts durch. Ja, finde ich gut. Also wir haben hier schon dekorative Kosmetik. Wir haben was für die Haare mit dabei. Dann habe ich hier noch was für den Körper von Innovet. Da hatten wir auch letztens mal die Möglichkeit, uns sogar auszusuchen, eine komplette Innovet-Box auszusuchen. Das ist eine koreanische Marke, glaube ich. Das ist mit Rose und Jasmin, finde ich klasse. Oh mein Gott, ja. 75 Milliliter haben wir hier drin. Und das mag ich doch schon mal, ne? Weil Rose und Jasmin sind voll meine Duftrichtung. Oh, das war mein Fuß. Ist gerutscht. Auch das ist noch verschlossen. Auch da kann ich leider nichts durchriechen. Bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Weil das hört sich nach etwas an, was ich sehr gerne mögen werde. Wir haben hier noch mehr dekorative Kosmetik drin. Von Kinder Beauty, das Calm Kind Mist. Das kannst du, ja, ein Hydrating Setting Mist. Auch das ist sehr, sehr hochpreisig. Das habe ich sogar schon mal leer gemacht. Ich glaube, das fand ich okay als Setting Mist. Genau, weil das steht hier auch drauf. Also es fixiert dir nicht so mega krass das Make-up. Aber es gibt dir halt Feuchtigkeit und macht, dass die Texturen sich einfach besser miteinander verbinden. Sprich, dass zum Beispiel die Pudertextur nicht mehr so trocken aussieht, ne? Und dann halt die Puderpartikel mehr oder weniger plattgedrückt werden und sich besser mit Foundation und Gesicht verbinden. Und dafür ist das immer ganz gut geeignet. Ja, ist in einer Glasflasche drin und ich denke, dass ich das dann auch mal ins Full Face Beauty Box mit reinnehmen werde. Auch wenn ich das schon kenne. Aber dadurch, dass ich das eigentlich gut finde, werde ich es behalten. Dann habe ich hier das letzte Produkt drin. Genau, wir haben noch gar nichts für Gesichtspflege und sogar zwei dekorative Kosmetikprodukte. Das ist cool. Bubble Tea Hydrogel Under Eye Patches mit Vitamin E, grünem Tee für eine klarere Haut. Auch interessant, ne? So schaut das einmal aus. Vitamin E ist das Schönheitsvitamin. Und ja, sowas verwende ich dann ganz gerne, wenn ich morgens meine Crememaske aufmache. Aufmache vor allem. Auflege, während ich meine Zähne putze und Pinsel wasche und so, ne? Und dann mache ich mir halt immer Augenpatches drauf oder halt eine Tübchen-Augenmaske. Da kommt das auf jeden Fall ganz gut. Bin ich gespannt, werde ich ausprobieren, werdet ihr dann auch in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Und das ist jetzt einmal die Box gewesen. Ich finde schon, dass die Box sehr, sehr schön befüllt ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja auch 16,90 € dafür bezahlt, was ich als Fernpreis sehe. Du hast ja durch die Haarmaske und auch durch die durch das Duschgel zwei Travel Sizes drin, aber drei Originalgrößen, wovon zwei, glaube ich, sehr, sehr hochpreisig sein werden. Hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt. Vor allem, wenn man drüber nachdenkt, wenn man die Box jetzt wirklich komplett neu abonnieren würde, bekommt man die für 11,90 € plus dann nochmal von Mudmaske diese Maske mit am Start. Finde ich cool. Also schreibt mir gerne eure Meinung zur Box in die Kommentare, können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es schon gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.